Hey, na, was geht? Willkommen zurück hier bei Remnant 2. Yes, yo. Ich geb's zu. Keine Ahnung, wo wir sind. Aber. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Kugel. Das war gar keine Kugel. Denk nicht mitbekommen, wie schnell ich mich an die Thompson gewöhnt habe. Obwohl ich der Meinung bin, die Thompson ist wirklich keine gute Waffe. Ich bin da mal ganz ehrlich. Huch! Ring der Seelen. Ey, also wenn es hier von einer Sache einfach zu viel gibt, dann sind es Ringe. Beschwört Lebensraub, der 5% des verursachten Basisschaden in Form von Gesundheit an den Träger zurückgibt. Okay, also Vampirismus 5%. Zusammen mit, wenn wir Vampirismus skillen würden, wären das 8%. Klingt immer noch nach nix, oder? Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Also für mich klingt das halt nach gar nichts. 8% Seelenraub? Seelenraub, sage ich schon. 8% Lebensraub? Das ist doch low, oder? Sag mal. Wie siehst denn du das? Das würde mich ja mal interessieren. Ja, bei den Viechern kriegt man schon so einen halben Herzinfarkt immer. Mist. Hallo? Ich bin's. Hell no. Was auch immer das für eine Art war? Nope. Und da haben wir endlich einen Checkpoint.
Hä, hier führt gar kein Weg rüber. Also gut, dann kommt ja Gottes an. Das ist ja super weird. Ich meine, klar, ich könnte da jetzt raufspringen. Oder rüberspringen oder wie auch immer. Keine Munition. Cool. Hier ist der nächste so ein komischer Stein. 100 Pro kann man da irgendwas machen. Keine Ahnung. Und der kann. Schwer mich nicht, also so schwer sind die jetzt nicht. Man muss bloß ein bisschen in Bewegung bleiben. Viel schlimmer sind da wirklich die, die so extrem gepanzert sind. Wenn du halt nicht irgendwo nach hinten kannst, ne? Was hat's mit den Teilen auf sich? Das ist wirklich weird. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob man da... Haben wir irgendwas übersehen? Das ist 100 Pro irgendwie so ein Rätselteil. Guck mal, hier geht's auch noch hoch. Ich will nicht an, also eigentlich will ich an den Checkpoint, aber ich will nicht an den Checkpoint, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich sag's, wie es ist. Hätte ich das jetzt hier zerschossen und da wäre noch so ein komischer Stein drin gewesen mit einem blauen Zeichen. Die nächsten 20 Minuten hätten wir damit verbracht, rauszufinden, was damit ist. Glück gehabt. Das sieht nicht gut aus.
Wo zur Hölle sind wir hier? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bekomme halt ganz krasse Du solltest nicht hier sein Vibes. Oh. Können wir von hier die Tür öffnen? Okay, ziemlich geil. So, und jetzt gucken wir mal hier. Da sollen wir irgendwas einsetzen, was wir nicht haben, denke ich mal. Aber woher soll man denn wissen, in welcher Reihenfolge? Ich meine, klar, hä? Wir haben so eingesehen. Das war nicht richtig. Woher soll man denn wissen, welches an welcher Stelle kommt? Selbst wenn wir jetzt wüssten, okay, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Steine gefunden. Ich weiß, Dark Angel wird mich so zerruppen in den Kommentaren. Lösungsbuch-Semi ist wieder am Start. Das war absolut, absolut gerade komplett ins Graue. Blaue? Ins Blaue. Ich fasse es gar nicht, Mann. Ich habe jetzt da einfach irgendwas gemacht. Ich habe einfach nur eingestellt, okay, dass wir oben einfach 4 verschiedene Teile haben. Na, das sieht doch gut aus. Okay, das ist die Armbrust aus dem ersten Teil. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen angepisst, dass das jetzt einfach so aufgegangen ist, ne? Aber die Frage bleibt ja trotzdem in meinem Kopf. Woher soll ich denn wissen, welches Symbol an welcher Stelle da kommen soll? Das checke ich immer noch nicht. Entschuldigung. Hier, guck mal. Da haben wir so einen Stein. Lass ihn jetzt mal.
Also, so ein Teil. Und dann? Woher wüsste ich jetzt, an welcher Stelle der kommt? Es richtet sich wahrscheinlich nach... Ja, ich hab keine Ahnung, Alter. Also wirklich, jetzt so legit. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es ja gelöst. Wehe. Wehe, ich lese irgendwas von wegen Lösungsbuch Semi schlägt wieder zu. Ihr habt alle gesehen, Alter, das war absolutes... Ich kann mich nicht mal freuen, dass ich aus Versehen den richtigen Code da eingegeben habe, weil ich genau weiß, was kommt. Ihr Arschlöcher. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier noch irgendwas gibt. Hier waren wir schon. Ihr wahrscheinlich, ne? Hör dich doch. Das ist über mir. Okay, da müssen wir runter, Freunde. Okay, ja, das war einmal im Kreis. Das hört sich aber sehr, sehr weird an.
bin ein Schwierig. Ah, du Hund! Hey, wo muss ich lang? Ja, dezent unvorbereitet. Hallo, lad doch mal nach, Alter! Bro! Und jetzt haben wir noch so ein Teil Bandit bekommen. Leuchtsteingranate. Irgendwas bla bla Bandit haben wir bekommen. Freunde. Und ab und zu mal einen Ring. Verringert den eingehenden Gesamtschaden um 3% je 10% fehlender Gesundheit. Maximal 15. Okay, warte mal. 10% fehlende Gesundheit, Schaden um 3%. 3% verringert. Bis zu halt 50% Gesundheit. Bin immer noch der Meinung, dass wir irgend so ein Teil bekommen haben. Aber ich find's nicht. Ich wüsste nicht mal, wo ich danach suchen soll. Ich meine, das sind ja Verbrauchsgüter und das sind hier die Materialien. Strange, oder? Guck mal, hier sind wir auch schon fast auf der nächsten Stufe. Was bekommen wir da? Fernschuss. Der nächste Punkt erhöht die ideale Reichweite von Waffen um 4,8 Meter. Und erhöht Munitionsbonus auf 50% und verdoppelt die Chance auf abgeworfene Munition. Was nice. Du Hund! Aber... ich muss mir das in den Videos nochmal angucken. Ich bin der Meinung, da wurde was gedroppt, das sieht, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Und dann wurde was gedroppt in, das sieht irgendwas mit Bandit. Glaube ich zumindest.
Ach, warte mal. Ich vergesse das immer. Wir können ja hier das... aber was ich jetzt gemacht habe, ist ja völlig doof. Ja, haben wir alles. Alright, weil es gibt doch jetzt die Funktion Gewölbe verlassen. Das ist so cool. Das ist eine wirklich coole Neuerung. Vielleicht ging das im ersten Teil auch und ich habe das nur nie gecheckt. Ob Medra dazu was zu sagen hat? Hängt irgendwie Fussel in der Nase, ich dreh durch. Blutmondessenz. Irgendwas ist hier anders, oder? Liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt Blutmondessenz mit uns führen. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage, wahrscheinlich ist Blutmond. Du bist zurück. Zurück, um in der blutroten Pracht zu baden? Niedliche Bestie. Was kannst du mir über den Blutmond sagen? Der Mond ist Macht, Bestie. Ein Vollmond ist mächtiger. Und ein Blutmond sogar um ein Vielfaches mächtiger. Der Mond jagt dicht über Jaesha. Wenn er auf die Jagd geht, dann zieht er die Flut mit sich. Und die Instinkte von euch sterblichen Wesen werden geschärft. Und wenn die vornehme Sonne hinzukommt, die Verbindung ist kosmisch. Okay. Die uralten Vorfahren sprachen vom verwundeten Glanz. Der Blutmond verkündet den Anfang vom Ende. Ein Ende wovon? Niemand weiß Näheres. Es verändert sich von Zeitalter zu Zeitalter. Aber es handelt sich immer um etwas Großes, niedliche Bestie. Der Blutmond verspricht eine große Darbietung. Nun, habe ich deinen Hunger nach Wissen bereits gestillt? Anscheinend schon. Möchtest du noch mehr fragen? Ich kann nicht noch mehr fragen. Möge das Auge des Verwüsters dich zum Ruhm führen. Okay. Okay, fing es an. Jo, Handy, ich weiß. Aber da sind noch so blaue Viecher. Ja, Handy ist so. Ey, Bro, komm, gib mir eine Chance.
Wer gerade gefurzt? Da kommt sie. Okay. Keine Ahnung, was mit dem Blutmond auf sich hat. Aber es klingt auf jeden Fall spannend. Wir sind aber am Ende dieser Folge angelangt, Freunde. Deswegen würde ich sagen, hey, wie es weitergeht, kannst du sehen, wenn ich wieder fachmännisch die Rätsel in einfachster Art und Weise mit meinem umfassenden Gamerwissen löse. Ohne zu wissen, was das Rätsel eigentlich ist. Oder was der Sinn ist. Was ich überhaupt machen soll. Hinterlass mir dafür gerne einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.